Willkommen zur nächsten Folge von City Skylines und sorry, dass das jetzt schon wieder kommt, aber ich habe mal wieder zeitlich so etwas Missmanagement getrieben und hatte deswegen jetzt wieder keine Zeit hier eher was Größeres aufzunehmen, so aus dem Rahmen Minecraft in die Richtung, weil das braucht immer so lange als zum Starten und da hasse, genau, hasse wubudu, das wollte ich sagen. Und ja, wir sehen hier ist, Big Verkehrschaos, sehr biges Verkehrschaos. Das hier ist eine einzige riesengroße Katastrophe, um das mal so mit aller Deutlichkeit sagen zu können. Siehe hier, siehe da, siehe überall. Ich meine, auch wenn ich schnell laufen lasse, wird das nicht besser. Es ist die Frage, ob man das besser machen kann. Ich meine, die Auffahrt, die noch zweispurig macht, die Abfahrt hier, dann hat man die Spuren besser aufgeteilt. Ob das den allgemeinen Verkehrsflow verbessert, kann ich jetzt nicht sagen. Zu hoffen wäre es. Und was die hier für eine Nummer schieben, ich weiß es nicht. Vielleicht keine so ganz knorke Idee, das hier so zu bauen. Vielleicht soll ich da mal über eine, Änderung des Verkehrswegeplans nachdenken. Zumindest teilweise. Weil das ist hier echt, das bringt hier überhaupt nicht. Das kann ich noch vertreten, alles andere eher nicht so. Jetzt ist halt die Frage, wie man jetzt von hier irgendwie nach hier kommt. Das ist halt jetzt eine gute Frage. Ich hätte eine Antwort, gar nicht. Wir müssten irgendwie nach hier und okay, das ist hier schon mal, hat sich gerade erledigt mit dem da hinkommen. Müssen wir so machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier tatsächlich umräumen, dass das da irgendwie hinpasst. In irgendeiner Art und Weise. Wir können auch den auch da hochschieben und, dann hier wieder alles zustellen. Ja, auch super. Blöd. Okay, wir müssen den hier ein bisschen rüberschieben. Und dann hoffen, dass wir das jetzt hier oben die Kurve bekommen. Dass wir dann hier so, hier nochmal eine schöne Kurve bauen können. Die dann da ankommt, um dann da die Abfahrt, modulieren zu können, sage ich mal. Ich hoffe, wir können auch zweispurig ausbauen. Perfekt. Hier am Ende natürlich dann sogar dreispurig, dass man alle Richtungen benutzen kann. Na komm, wir geizen nicht. Wir machen sogar vierspurig, dann hat man hier genügend Platz, um alles auszufahren. Hat jetzt den Vorteil, dass das hier eventuell besser abfließt und diese Kreuzung hier besser gepowert ist. Ich frage mich nur, ob diese Abfahrt hier jetzt so sinnvoll ist. Eigentlich macht es jetzt hier am meisten tatsächlich Sinn, das so zu bauen. Okay, ich habe es gerade anders überlegt. Macht keinen Sinn. Also doch, macht Sinn, aber dann bitte so. Genau. Nee, hallo, so hier. Genau, dankeschön. Dann haben wir hier halt jetzt eine etwas dickere Abfahrt. Was das jetzt hier für eine Konstruktion ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Von 2 auf 3 auf 2. Okay, jetzt haben wir hier natürlich das nächste Problem. Hier staut sich dann auch die Abfahrt, weil die halt leider hinten zu der Fabrik wollen. Das könnten wir jetzt noch beheben, indem wir jetzt einfach hingehen und sagen, guck mal hier, wir legen noch ein paar Autobahnen dazwischen. Und eigentlich wollte ich diese Folge mal was anderes machen und nicht wieder nur hier in diesem Industriegebiet rumhängen. Aber, wie wir sehen, breitet dieses Industriegebiet hier, oder dieses große Gebiet hier, nach wie vor, Probleme. Jetzt haben wir zumindest hier schon mal einen Anschluss in diese Richtung. Da die ja hier offensichtlich, sehr offensichtlich, alle runter wollen, wäre es ja vermutlich ganz sinnvoll, da irgendwie auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass die dann da hinkommen auf einem schnelleren Weg. Zum Beispiel wäre es möglich, hier einen Tunnel zu graben, der hier schön eng in die Kurve fährt. Und dann hier einmal alles unterspannt. Und dann hier in einer schönen Wende an die Kreuzung kommt. Und das Ganze natürlich auch noch zweispurig. Weil sonst lohnt es ja nicht. Das war jetzt, fatal. Muss ich aufpassen. Hier, das hätte ins Auge gehen können. Also ich meine, es ist ins Auge gegangen. Ne? Von daher, und wir müssen die Stelle jetzt hier, das kleine Stückchen, vierspurig bauen. Dass die Spuren sich da besser aufteilen können. Sieht zwar jetzt sehr ulkig aus, aber das dürfte den Verkehrsflow ein bisschen verbessern. So, und jetzt
gucken, wo, ob die Autos das annehmen. Der Stau sich da oben irgendwie auflöst. Ich meine, das sah anfangs sehr schön aus. Jetzt ist das hier totales Chaos geworden. Kann ich damit leben, ist nicht schlimm. Ist ja meins. Von daher, ja. Können wir gucken. Also ich meine, es fahren die halt hier runter. Es ist halt hier oben kein Stau mehr. Perfekt. So, genug geredet. Wir fangen jetzt mal was anderes an. Ich meine, wir haben nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage nach Industrie- und Bürogebieten. Was ich gerne mal machen würde, ist auch mit dem Hafen anfangen. Dass wir mal so in die Touristikbranche ein bisschen einsteigen. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir brauchen mehrere Hafen. Also wir brauchen auf anderen halt Frachthafen. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, die Frachthäfen hier hinten um die Ecke zu bauen. Und die Personenhäfen dann mehr hier vorne ans Stadtgebiet zu hämmern. Und ob es Sinn macht, direkt schon hier einen Fährenpunkt hinzubauen. Einfach weil es sich anbietet. Ich meine, hier ist es eine Straße? Das ist eine Straße, ne? Guck mal, das ist mit Straße. Das wird sich doch wunderbar anbieten, das hier einfach in so eine Lücke reinzuhämmern. So nach dem Motto, guck mal. Hier kannst du mit dem Schiff fahren. Geil. Gut, dann müssen wir die Straße hier an dem Teil natürlich dann auch noch wieder ausbauen. Als Ausbaustraße. Weil sonst blöd. Aber auch nicht so wild. Wenn das jetzt eh die Anschlussstraße an den Hafen hier wird, weil ja ich noch keine Autobahn hier hingelegt habe. Sehr schlau und so, ne? Und auch noch keine direkte Zuverbindung. Das ist auch noch sehr schlau. Wobei, da kann man ja, wobei die hier nehmen, ist eigentlich ziemlich dämlich. Weil man könnte dann hier so einen Abstecherbahnhof machen, der dann einfach zum Hafen runterfährt und wieder hochfährt. Einfach so, ne? Eine so eine Hauptstrecke hier durchbaut, die dann da irgendwie so Abstecherstrecken macht. Da kann man gucken. So, was ich jetzt noch haben wollte. Ich wollte Hafen, einen Hafen. Problem ist, die Küste hier ist jetzt nicht ganz, ganz plan. Die ist jetzt ein bisschen wabbelig. Das gefällt mir jetzt noch nicht so ganz so gut hier. Das kann man aber beheben, indem wir einfach jetzt hier sagen, komm. Hafenkante, die hat nämlich dann, wenn ich mich nicht komplett vertue, immer schön exakt dieselbe Höhe. Hat den Vorteil, ja, sie hat dieselbe Höhe, genau. Das ist der krasse große Vorteil, dass diese Wand jetzt hier so im Nichts so plötzlich aufhört. Gut, kann man jetzt schön finden oder nicht, oder auch hässlich finden, ist mir jetzt egal. Was wir so noch brauchen, ist, dass das Hafenbecken dann hier wenigstens an der Stelle, ja, eine gewisse Tiefe aufweist, dass dann unsere Schiffchen hier auch wenigstens am Kai anlegen können. Ich meine, dass wir jetzt nicht die komplette Sache hier wegfräsen können, ist klar. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was von der Natur übrig lassen. Hier kann man noch ein bisschen abfräsen, ne, weil ich meine, die Fährschiffe sind ja nicht ganz so, ja, tiefganglastig. Die Kreuzfahrtschiffe hingegen schon. So, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir hier dann auch möglichst gerade, ja, hier irgendwie so eine Landschaft haben, wo dann auch die Häfen, also die Häfen, ja genau, die, ja, ja, wie heißt das jetzt hier? Die Dinger hier, die, die, ja, Terminals stehen können. Dann haben wir auch hier noch so eine schöne Kante, so als, ja, flutschutzmäßig gedacht, ne? Wie gesagt, müssen wir jetzt hier vorne nochmal ein bisschen abschneiden, dass das dann hier auch wieder gerade wird. Ich meine, ich will es nicht komplett wegschneiden, also ein bisschen Natur soll ruhig noch da bleiben, aber die kann sich ruhig in Grenzen halten. So. Genau, jetzt haben wir hier wieder schön Platz. Jetzt können wir hier dann unsere Hafen-Terminals dran bauen. Da ich jetzt gar nicht mehr so eine Vorstellung habe, wie viele ich jetzt haben möchte, fangen wir einfach mal mit. Mit wie viel fangen wir an? Fangen wir mit 5 an. Muss ja auch nicht ganz so betrieben werden am Anfang. Genau, wir können auch mal das Ding wieder ans Laufen machen. Dann dürfte das Wasser jetzt hier erstmal wieder, ne? Ordentlichen Wellengang hier erzeugen. Okay, bleibt unterhalb der Kante. Sehr gut. So soll es sein. Ich bin tatsächlich ein Fan, am Hafen mit Monorails zu arbeiten. Aber ich überlege, ob wir hier was anderes mal ausprobieren. Wir könnten hier auch eine Seilbahnanbindung in die Stadt machen. Ist natürlich dann nicht das optimalste Verkehrsmittel, zumal hier oben noch gar nicht so ein, ja, next großer Punkt ist, aber wir könnten hier unten an der Küste entlang eine Art Seilbahn bauen. So just for fun, so eine Küstenseilbahn, die hier so durchschwingt, ne? Das wäre ganz nett. Gleichzeitig könnten wir dann auch jetzt mal hier oben anfangen, irgendwie mal ein paar Bahnhöfe zu streuen. Also, ich hatte gesagt, oder ich hatte, was hab ich gesagt? Hab ich gesagt? Ich weiß es nicht. Ich hatte zumindest vor, hier um, zumindest so alle paar Straßen, ja, alle paar Kreuzungsstraßen, so einen Bahnhof hinzukloppen, dass dann die Züge hier auch halten können, tatsächlich.
Macht ja auch durchaus Sinn, ne? Bahnhof, ne? Strecke, Bahnhof, das ist, ne? Das ist, naja, es ergänzt sich, das Spiel, ne? Ich meine, jetzt haben wir natürlich hier sehr nah sehr viele Bahnhöfe, aber den zum Beispiel können wir noch eins nach vorne setzen. Okay, kann man nicht. Hier steht eine Schule im Weg. Die können wir um die Ecke setzen. Perfekt. Genau, dann kommt der Bahnhof nämlich hier dran, falls die Strecke das möchte. Möchte die Strecke das? Ich bin mir nicht sicher. So, genau, dann kommt der Bahnhof nämlich hier hin. Dann kann man nämlich hier schon mal diese Linie jetzt, ja, das heißt final. Man kann sie final schon mal verbinden. Dann hat man zwar keine Strecke hier, wo man überholen kann. Also das heißt, wenn der Zug dann hier durch ist, dann oder langsam fährt, dann ist hier, ne? Dann ist Ende. Dann, ne? Ist da erstmal dicht. Überholgleise in dem Sinne haben wir dann nicht. Ich bin jetzt überlegen, inwieweit wir jetzt hier den Abzweig hinbauen. Ich meine, wir müssen ja theoretisch nur bis zu diesem Bahnhof hier oben hinkommen, ne? Also sobald wir hier an dem Bahnhof sind, dann bist du ja angebunden. Das heißt, von hier aus kannst du den Zug dann wieder zurückfahren lassen. Sprich, du kannst theoretisch, um die Verzögerung möglichst geringer zu halten, ja, hier eigentlich unmittelbar schon nach diesem Bahnhof, tatsächlich dann die Strecke abzweigen lassen, ne? Machst direkt einen Abzweig hin, der dann wiederum hier irgendwie Richtung Hafen runtergurkt. Es muss halt nichts Krasses sein, es geht halt nur darum, ja, dass der Verkehr möglichst wenig, es müssen möglichst wenig Strecken, sollten, parallel laufen. Zumindest über große Teile, ne? Kurze Stücke ist in Ordnung, gerade das mittlere Kreuz ist halt, ne? Da ist komplett parallel am Laufen. Aber der Rest sollte halt, wenn möglich, ja, so wenig parallel benutzt werden wie möglich, wie es halt so irgendwie geht, ne? Und hier kommt jetzt direkt an den Fähranleger auch noch so ein Ding hin, das heißt, wir sind dann hier auch perfekt angebunden. Hier stellen wir immer genau 3 Stück hin, also für jedes, ja, Zebrastreifenpaar ein Bahnhof. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben hier mit der Anzahl der Bahnhöfe, aber, es geht ja hier um den möglichst besten, ja, Connection, genau, möglichst besten Connector zu, ja, dem Hauptteil. Und jetzt haben wir hier schon das Problem, dass wir jetzt hier schon, falsch rauskommen. Das heißt, wir hätten diese Kurve hier gar nicht machen brauchen. Wir könnten also hier das, ja, Profil der Strecke durchaus weiterhalten. Um dann hier in einem etwas größeren Winkel da dran zu kommen. So. Nennen wir hier schon mal auch eine nette, ja, nette Abzweigstrecke, die dann hier unten hingeht, wie gesagt. Oh, hier ist sie nur eingeschlossen. Auch gut. Müssen wir jetzt noch gucken, dass wir jetzt hier die Straße irgendwie noch da reingewurschelt bekommen, aber das ist auch kein Problem. Was mich jetzt noch stört, ist, dass man jetzt hier keinen wirklichen Autobahnknoten hat, im herkömmlichen Sinne. Also man kann jetzt nicht einfach hier auf Autobahn fahren und sagen, gut ist, ne? Also das geht nicht. Ich hätte aber hier zumindest gerne an der Stelle eine Abfahrt, also eine zweifache Abfahrt, ne? Also so ein, ja, so eine Spiegelabfahrt, ne? Also dass du zumindest von hier aus der Fahrtrichtung sagen kannst, guck mal, ich fahre jetzt hier ab, ne? So, ich komme jetzt hier runter und dann mal gucken, ob wir den sogar hier im Tunnel dran kriegen. Genau, dann fährt der nämlich hier in den Tunnel rein, dann treffen die zwei Straßen sich da im Tunnel. Wunderbar. Dann haben wir auch hier keinen Problem mit Rückstau, also sollten wir nicht haben. Ich hoffe es. Genau, und dann machen wir jetzt hier an der Stelle, wo dann hier die Straße hochkommt. Wo ich noch gar nicht weiß, wo sie hochkommt. An der Stelle machen wir dann einfach hier eine doppelte Kreuzung hin, die dann wiederum auch an der Autobahn angeschlossen ist. Hat halt den Vorteil, wir kriegen die Autos und die Menschen auf allen möglichen Verkehrswegen schnell weg. Das ist halt die Hauptsache, ne? Ist halt Touristen-Hotspot dann hier. Die müssen halt schnellstmöglich da raus und woanders wieder rein. Genau, das haben wir natürlich das Problem. Güterterminal definitiv, ja, wohin weiß ich noch nicht, ich vermute mal, es wird dann hier die Stelle werden, also jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier die Strecke, also die Strecke, die Kante noch ein bisschen ausgeraden, dann machen wir hier uns ein schönes, ja, Güterhafen-Terminal hin, dazu brauche ich jetzt mal die Wände hier, genau, die dann hier einfach schön schnurstracks an der Küste entlang gehen. Da kommen dann diverse Güterhafen-Terminal hin, die dann wiederum auch eine eigene Autobahnausfahrt bekommen müssen, weil, ja, Güter und so, ne?
Auch wenn die hier eine direkte Anbindung an den Zug bekommen, ist das eventuell zu wenig. Und ich möchte jetzt hier kein Risiko eines, Frachthafen. Das war das Wort, ne? Ich denke, Güterhafen hört sich scheiße an, ne? Frachthafen. So, das ist halt dann hier das Ziel, das dann hier irgendwie auch so, ne, funktioniert. Das hier kann man mal eben noch mit Parks vollpflastern, just for fun, weil Platz und wir brauchen nämlich den kleinsten Park, weil, ja, Höhenunterschied und so, wir kennen das, ne? Ich meine, ich brauche die Parks, ne, wer es nicht wusste, ich brauche die Parks eigentlich nicht, weil ich baue sie nicht, weil ich Bock drauf habe, sondern einfach, weil sie, so ein schönes Lückenfüllsystem sind für Strom. Das heißt, ich muss jetzt hier oben ein ganz kleines bisschen nur von der Stromleitung bauen. Und kann tatsächlich dann einen sehr, sehr großen Anteil an Strecke hier überwinden. Ohne, dass ich da irgendwas baue. Genau. Jetzt nämlich hier alles angeschlossen. Wasser, Strom ist da. Mit der Monorail-Linie müssen wir jetzt mal gucken. Also wie gesagt, das ist halt hier so das Hauptkonzept, dass die dann halt hier so auch irgendwie sich an irgendeine Mittelbahnhof trifft. Ich überlege jetzt gerade nur, ich meine, hier gibt es eine große Station, dann würde es Sinn machen, hier hinten auch eine große Station zu machen, wo man dann einfach die Linien tatsächlich bündeln kann und auch die Kapazitäten besser nutzen kann. Dass man einfach dann sagt, so, yo, guckste, zweigleisiger Bahnhof, höhere Abfertigungsgeschwindigkeit, ne, weil aktuell kannst du halt mit einem Gleis rein, einem Gleis raus, so kannst du dann mit zwei oder vier rein, ne? Also dann müsstest du halt diesen Bahnhof einfach hier drüben nochmal bauen, dann hättest du so eine schöne, Across-the-Map-Verbindung. Da, wie gesagt, die erste Linie hier halt eher für den Touristentransport gedacht ist und da ja mehrere drauf laufen sollen. Genau. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir alles in der nächsten Folge, denn die Zeit ist mal wieder rum und, wir freuen uns drauf, dass hier was ist und irgendwas ist hier. Irgendwas brennt. Ei. Okay, ja. Genau, wir lassen es mal brennen. Hoffentlich wird das alles noch gelöscht von den Hubschraubern. Und ja, genau, wir sehen jetzt hier unseren Hafen. Wunderbar. Und ja, mit dem Ausblick, mit dem Ausblick, noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!